Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ja, im letzten Part, es war wieder etwas passiert. Nämlich sind jetzt alle traurig. Denn, ja, Rach ist, nachdem wir sie aus unserem Haushalt verbannt haben, gestorben. Ah, könnt ihr aufhören zu trauern? Geht weg. No. Ich möchte nicht, dass ihr alle traurig seid. Der Sensenmann ist auch noch da. Schön, dass du da bist hier. Ich würde ja gerne mit ihm ein Kind machen, wenn er jetzt schon so häufig da ist. Aber das geht nur ganz, ganz umständlich. Und ich dachte, vielleicht gibt es eine Mod dazu, dass man das halt quasi auf direkten Wege machen kann. Aber ich habe auf jeden Fall keine Mod gefunden. Ich muss los. Danke, dass du Zeit genommen hast. Mut. Das war laut für mich gerade. Hallo? Ja, jedenfalls geht das nicht einfach so. Und das ist ein bisschen schade, weil die Kinder vom Sensenmann, die könnten schon sehr interessant werden. Aber ja, das werden wir leider niemals erleben. Außer irgendwann kommt doch jemand auf die Idee und erstellt eine Mod oder es ist auf einfacherem Wege irgendwie möglich. Wir sind auf jeden Fall auch noch schwanger, das heißt, vielleicht schaffen wir es, diese Folge noch ein Kind zu kriegen. Muss ich aber gucken, weil ich werde jetzt die nächsten Male nicht mehr so viel aufnehmen auf einmal. Weil davor habe ich mindestens eine Stunde aufgenommen. Und ja, ich habe letzten Part schon weniger aufgenommen eigentlich und trotzdem ist es eine Viertelstunde geworden und deswegen dachte ich so, okay. Da ich jetzt ja anscheinend mehr rede, werde ich einfach jetzt nur noch 40 Minuten oder so aufnehmen. Deswegen mal gucken, ob das jetzt noch so klappt, aber ja. Oh hi, what up in the club? Er sieht ganz schön creepy aus, können wir mal darüber reden? Aber ich werde jetzt einfach mal wieder sagen, just go away. Weil, naja. Ich habe keine Lust, dass du wieder alles kaputt machst in meinem Leben hier. Oh, sie ist am Kochen und weint einfach. Weil sie ist gerade das erste Mal aufgewacht, deswegen dachte ich, sie macht vielleicht einmal Frühstück für alle. Ja, so, Kids gehen jetzt zur Schule. Mal gucken, wie es da jetzt so vorangehen wird. Ihr müsst auf jeden Fall alle fleißig sein. Und sie kümmert sich vielleicht um sowas hier. Wir sind auch schon bei dem dritten Trimester, noch 3 Stunden. Oh, sie malt einfach Doggo und Kitty. Nee, ist das eine Kitty? Wahrscheinlich, oder? Von hinten kann man es nicht so gut erkennen. Es könnte auch ein Hund sein. Je nachdem, aber ich gehe von der Katze aus. Die Geekorn ist schon wieder. Huch, die Sachen sind hier ja anders aufgebaut. Was ist denn hier los? Umgeh, kann ich das hier verkaufen? Nein, ich kann es nur kaufen, leider. Kann ich das verkaufen? Nein. Schade. Aber ich kann meine eigenen Sachen verkaufen für 238. Ich würde ja immer noch gerne diesen Putzbot erstellen. Nur dafür brauchen wir ganz schön viel Zeug und das meiste müssen wir halt irgendwie finden. Deswegen werde ich sie einfach mal ein bisschen nur basteln lassen. Ja, sie ist traurig, aber sie muss auch produktiv sein. Und wir haben noch... Ich habe schon wieder vergessen, wir haben noch Schulprojekte. Also wer jetzt nicht befördert wird, wer jetzt nicht Einsatzschüler wird oder so, der kann ja Projekte machen. So intelligent, ey. Wow. Oh, Post. Na gut, dann kümmern wir uns da natürlich auch drum, ne? Dann malt sie noch ein trauriges Gemälde. So, und das ganze Zeug wird verkauft. Oh, yes. Gute Noten. Oh mein Gott. Das heißt gerade, die Großen gehen alle weg und dann haben wir nur noch Udine. gut, ne? Kann man mal machen. Oh mein Gott. Wir haben Stuff, was wir nicht mehr brauchen. Wir haben keinen Kuchen mehr. Das finde ich nicht okay. Da muss sie leider erstmal einen Kuchen backen. Aber dann können die raus. Was ist denn los? So, und sie kann auf jeden Fall ihre Hausaufgaben machen. Weil sie ist ja eigentlich gut dabei, ne, in ihrem Leben. Und dann kann sie Hausaufgaben machen, dann ist sie direkt schon weiter in ihrem Leben. So, und ihr drei zieht dann aus. Das ist einfach nur heftig, ey. Wann waren wir zuletzt ein Zweierhaushalt? Wann? War das nicht einfach nur ganz am Anfang quasi? Oh mein Gott. Also ich meine, ich finde es ganz gut und es ist erstmal ein bisschen weniger stressig. Aber ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall, wenn wir wieder fixer Kinder kriegen, denn wir sind immer noch bei 33 und ja, ich meine, wir kriegen jetzt dann natürlich auch noch ein Kind. Mal gucken, vielleicht werden es ja auch Mehrlinge. Aber ja, wenn sie halt ihr Kind geboren hat, sollte sie vielleicht direkt nochmal ein Kind machen mit irgendwem. Damit es halt einfach wieder ein bisschen mehr vorangeht, weil wir wollen das ja auch irgendwann zu Ende kriegen, ne? Das ist ja hier nicht unendlich. Oh mein Gott, als ob es jetzt schmutzig ist. Da kann sie sich ja danach drum kümmern. Wieso stellt sie den Kuchen weg? Nein. Gib mir den Kuchen. Das war schnell, das Putzen, würde ich mal behaupten. Dann die Kerzen. So, dann gehen wir eine Reihe hier nach, wie sie hier aufgebildet sind. Happy Birthday to Sky.
heißt sie natürlich, mit ihrem coolen Kuchen. Oh, yes. Sie hat durch ihren Bauch geschossen. Sie ist also auch direkt tot. Yeah! So, das Essen kann ja schon mal weg. Braucht hier keiner. Alles Gute zum Geburtstag auf jeden Fall hier. Oh, sie ist nicht kokett. Dann bitte Kerzchen. Und dann ist Tatjana an der Reihe. Alles Gute zum Geburtstag und so. Wie immer halt. Okay, du hast aber schön gesungen. Wow. Kann mir nichts Besseres vorstellen. So, und du bist Vegetarierin. Das kann ich mir bei ihr sehr gut vorstellen. So, und dann ist natürlich noch Olivia dran. Und sie ist aktiv. So, dann fügt mal bitte noch Kerzchen hinzu. Und dann stellen wir sie dann in den Kühlschrank. Und dann kommt ihr drei weg. Bye, bye und bye. Wir sind zu zweit. Oh mein Gott. Und sie malt. Das ist auch okay. Und sie ist noch dabei, Dinge zu tun. Okay. Sie ist verspielt, das ist schön. Sie kann aber auch ihre Zusatzhausaufgaben noch machen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Hier steht noch was zu essen. Das kann sie essen. Nom, nom, nom. Sie so, ich dance jetzt erstmal. Ich brauche ja gute Laune in meinem Leben. Also man muss schon sagen, es ist schon realistisch mit den Boobies und so, dass man in der Schwangerschaft hier, dass es größer wird. Weil es macht schon einen Unterschied, ob sie jetzt hier schwanger ist oder ob sie normal rumläuft. Nein, du trauerst jetzt nicht. Aber sie kann schon mal schlafen gehen eigentlich. So, wenn sie gegessen hat, dann kann sie auch pinkeln. Und dann können wir ihr auch ein neues Bett zuweisen, weil jetzt ist die ja alle frei. Dann kann sie hier Haya machen. Das wird jetzt erstmal sehr einfach sein, dass alle gleichzeitig schlafen gehen, auf jeden Fall. Aber akzeptiere ich auf jeden Fall. Wow, das bringt mir 418? Die Sozialbedürfnisse sinkt, das ist nicht so gut. Kann sie den Sendenmann... Oh mein Gott, sie kann ja Sendenmann anrufen und mit ihm plaudern. Bitte. Was, ich schlafe? Okay, alles klar, Sendenmann. Haben wir vielleicht hier draußen gerade sogar ein... Was macht er schon wieder hier? Warte, wir versuchen uns mal vorzustellen. Dann können wir vielleicht mit ihm ein Kind machen. Vielleicht wird es dann ja nochmal... Oh, er möchte nicht mit uns reden anscheinend. Er ist verschwunden, okay. Wen haben wir denn hier sonst noch? Oh mein Gott, das sieht nicht so gesund aus. Caleb, mit Caleb hatten wir aber schon ein Kind. Das hier kann ich verkaufen. Nice. Das Money, das nehme ich auf jeden Fall. Oh mein Gott. Mit dem hatten wir aber schon mal was. Daryl Charm. Lass mal den anquatschen. Sie kann sich nicht kokett vorstellen. Hm. Dann stelle ich lustig vor. Und dann können wir ihn einfach... Ach so, betören geht nicht. Düsteres Kompliment machen? Nein. Moment. Das funktioniert ja bei ihr nicht so. Dann in dem Fall um Rat bitten. Mein Kind ist gestorben. Eins von meinen... Nee, drei von meinen 33. Wir machen Witz und ein Kompliment und nach Tag fragen. Über Gourmet-Speisen reden. Sowas halt, was man halt immer macht, ne? Okay, er ist einfach gegangen. Na gut, dann halt nicht. Aber warte, hier war noch dieses andere Bild. Können wir das auch verkaufen? Yo, nice. Dieses Geld lassen wir uns nicht nehmen. Oh, die Wehen haben eingesetzt? Ups. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Baby im Krankenhaus bekommen, bitte. Ja, wir machen mit. Ohne irgendwem. Das kam jetzt so unerwartet. Immer wenn ich reise, kriege ich eine Last Exception-Meldung. Ich weiß nicht, was los ist, aber cool, sie hat sich auch noch angehauen, Supi. So funktioniert das auf jeden Fall. Junge, wir haben schon seit Jahren nichts miteinander zu tun gehabt und du rastest immer noch aus, wenn wir hier schwanger werden. Bezaubernd vorstellen. Sie so, okay, let's go. Aber nein, dein Kind ist wichtiger. Und du stellst dich keinen Frauen bezaubernd vor, denn die Frauen, die können keine Kinder zeugen. Und wir sind nur dafür hier, okay? Ein Mädchen! Wie hätte es anders sein können? Viola ist ein schöner Name. Und es ist noch ein Mädchen. Und sie nennen wir Wanda. Und es ist noch ein Mädchen. Und die heißt Xenia. Wir haben tatsächlich Drillinge bekommen. Cool. Dann ging das ja doch ganz schnell. 36 sind wir jetzt. Oh mein Gott! Nur noch vier Kinder, dann ist hier Umstyling. Bro, das ging jetzt dann doch schneller als gewartet hier. Aber... Kein Problem, geh nach Hause. Meine Kinder stehen sogar direkt alle im Dingens. Das ist schön. Nur ich glaube, so komme ich nicht ins Bett. Schön. Ah, werden sie alle weinen? Ja. Like always. Dann super effiziente Babyfliege. Mit Flasche füttern und mit Flasche füttern. Ich liebe ja das Babygeschrei in Sims 4 so sehr. Wow. Und wir haben Post noch. Cool. Ich glaube, wir bekommen irgendwann nochmal ein Baby-Overhaul. Es wäre einfach so nötig, weil es ist so traurig, dass diese Babys einfach nur Objekte sind. Aber ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass sie das vielleicht umsetzen können in irgendeiner Weise. Meinetwegen macht ein Pack drum oder so, keine Ahnung. Aber gebt den Babys ein Overhaul, bitte. Man könnte mehr aus ihr rausholen, was
sie hat immer noch eine 2, so. Aber nach einem Tag ist das auch okay. So, die holt sich jetzt mal Reste. Die sieht schon voll weit. Also deswegen, die tun gerade so, als wäre sie so voll die schlechte Schülerin. Aber she's not. Dann kann sie ihre Hausaufgaben machen. Der Weihnachtsmann freut sich, dass wir ein neues Kind bekommen haben. Oh, das hat sie gerade gemalt. Oh mein Gott. 324, nice. Da muss sie eigentlich auch direkt noch was anfangen. Weil sie muss ja so und so oft Gemälde anfangen, wenn sie inspiriert ist. Genau, 3 Stück insgesamt. Deswegen mach einfach irgendwie cool ein Gemälde. Ist ja egal, welches. Ach nee, sie ist selbstsicher. Egal. Dann malt sie halt trotzdem eins. Wir brauchen das Geld. Das Kind ist mal kurz egal. Sie hat ihre Hausaufgaben beendet. Das ist sehr, sehr schön. Sie sollte aber auch ihre Zusatzhausaufgaben machen. Da sind wir immer ein Fan von. So, und sie darf auf jeden Fall nochmal Spaß haben. Sie kann auch gerne Fernseher gucken, um ein bisschen Spaß zu haben, weil das hat sie sich verdient. So, sie werden Freitag gealtert dann auch. Das muss ich mir auf jeden Fall merken wieder. Vielleicht schreibe ich es mir auch irgendwann einfach mal irgendwo auf. Wie kommst du hier rein? Es ist abgeschlossen. Girl, no, geh schlafen. Ich meine, kann sein, dass die Tür nicht mehr abgeschlossen ist, aber eigentlich schon. Tür abschließen für jeden außer Melody. Na, ist hier schon wieder was kaputt. Ein Baby ist schon wieder wach. Ah, Drillinge. Ich habe schon wieder vergessen, dass sie so anstrengend sein können. TV-Staffel-Premiere. Woo! Bye, Girls. See ya, auf jeden Fall. Liebestag ist morgen. Wie wär's, wenn wir da einfach ein Kind zeugen? Also ich meine, es ist dann der Freitag, wo die Kids dann auch älter werden. Genau, weil es Freitag und so. Und dann, ja. Wie wär's, wenn wir da ein Kind zeugen? Wäre doch schon nice. Ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!